Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung der Panzerhaubitze Hummel in der späten Ausführung von Tamiya im Maßstab 1 zu 35. Hierbei handelt es sich um den brandneuen Bausatz, der ist erst vor kurzem erschienen und der Hersteller nutzt hier als Grundlage den etwas älteren Panzerjäger Nashorn Bausatz. Wie beim echten Fahrzeug auch, war das Fahrgestell und auch der Aufbau größtenteils der gleiche. Nur eben die Hauptbewaffnung war unterschiedlich und noch ein paar kleinere Details im Innenraum. Ja, war ein sehr erfolgreiches System. Die deutsche Artillerie war größtenteils pferdegezogen oder wurde von diversen Halbketten bewegt. Das war nicht mobil genug, hat man erkannt, und dann wurde eben begonnen, diverse schwere Geschütze auf übrige Fahrgestelle zu montieren, damit die etwas besser mit den Panzereinheiten mithalten konnten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich einen Tamiya-Bausatz vor mir habe, dann weiß ich schon ungefähr, was mich erwartet. Und zwar eine perfekte Bauanleitung, sehr gute Passgenauigkeit der Teile und hier und da ein paar Schwächen bei den Details. Und die beinhalteten Figuren sind meistens eher nur mittelmäßig, die nehme ich meistens nicht so gerne her. Ja, schauen wir uns jetzt einfach mal an, ob wir da das Übliche bekommen in der Schachtel oder ob es besser oder schlechter ist, als man das vielleicht erwarten würde. Die Schachtel öffnet nach oben hin, wie es auch am praktischsten ist. Dann finden wir hier gleich die Bauanleitung und die Spritzlinge sind alle in dicke Folie verpackt. Da würde ich sagen, ist mit keinerlei Schäden auf dem Transport zu rechnen. Ist auch eine bewährte Methode. Ja, funktioniert einfach gut. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Die ist bei Tamiya ja immer vorbildlich ausgeführt. Wir haben hier ein paar Sicherheitshinweise und empfohlene Werkzeuge und eine Farbtabelle, die sich nur auf Tamiya-Farben bezieht. Und hier haben wir noch den Hinweis, dass es separat zum Bausatz auch noch ein Alurohr gibt, welches ich mir natürlich auch zugelegt habe. Aber dazu später mehr. Hier unten haben wir dann noch den Hinweis, dass man zwei Varianten mit dem Bausatz bauen kann. Soweit ich das aber sehe, unterscheiden die sich nur in der Farbgebung. Baulich gibt es da keine Unterschiede. Dann fangen wir an mit dem Zusammenbau, und zwar mit der Unterwanne. Ja, die üblichen Einbauten hier, Stützrollen, sind hier die Stahlvarianten, wie sie eben bei der späten Version dieses Fahrzeugs üblich waren. Hier müssen wir dann noch einen einzelnen Nietkopf entfernen. Ja, das Ganze gestaltet sich doch sehr übersichtlich. Heckplatte, da haben wir hier zum Beispiel auch noch eine kleine Zeichnung, die uns verdeutlicht, in welchem Winkel wir das einbauen sollen. Ja, Tamiya typisch, alles sehr klar ausgeführt, auch immer wieder mit kleinen Texten zur Erläuterung oder auch Beschreibungen, was man da eigentlich gerade tut. Finde ich absolut vorbildlich. Mitunter eigentlich die besten Anleitungen, die es so gibt im Modellbaubereich. Nun kommen wir zu den Ketten. Die sind hier als Segmentketten ausgeführt. Das ist zwar detailmäßig meistens sehr schön und auch wesentlich besser als diese Gummiketten, die man sonst bei den etwas älteren Tamiya-Bausätzen hat. Aber für den etwas ambitionierteren Dioramenbauer ist das natürlich nicht ganz perfekt, weil man da das Fahrwerk an den unebenen Untergrund nicht so leicht anpassen kann. Trotzdem würde ich sagen, ist es eine gute Lösung und in 95% der Fälle auch absolut ausreichend. Schön ist auch, dass hier oben der Kettendurchhang auch berücksichtigt wurde. Die Teile sind entsprechend geformt hier. Das finde ich ganz hilfreich. Ist auch der Durchhang jetzt nicht zu stark, sondern eigentlich genau richtig für meinen Geschmack. Damit wäre die Unterwanne soweit erledigt und wir kommen zur Oberwanne. Erst werden hier die Schutzbleche eingebaut. Und dann geht es hier an die Panzerung des Aufbaus. Die späte Version, wie sie hier vorliegt, hatte hier diesen breiten Erker mit zwei Luken und Visieren. Die frühere Variante hatte dann nur einen einzelnen schmalen Erker. Daran kann man es unterscheiden. Ja, diverse Kleinteile hier, wie diese kleinen Haken. Da wird hier auch wieder verdeutlicht mit kleinen Abbildungen, wie die einzukleben sind, in welchem Winkel und in welche Richtung die zeigen müssen.
Das ist alles sehr gut und auch für Anfänger leicht nachzuvollziehen. Ja, dann kommen so diverse Kleinteile rein und ja, Staubehälter für die Munition. Die Rückplatte würde ich jetzt normalerweise noch nicht einbauen. Ich würde das erst einbauen, wenn ich die beiden Teile, diese Seitenteile befestige. Nur damit es hier nicht irgendwie zu Problemen kommt, weil der Winkel nicht stimmt zueinander. Ja, das Ganze macht einen guten Eindruck. Auch von den Innendetails, wir haben hier relativ viel so Feuerlöscher und kleinere Teile, wie hier zum Beispiel die Ersatzrohre fürs MG. Also das macht doch einiges her. Kommen wir nun zu der Haubitze. Ja, das Ganze ist jetzt nicht zu komplex. Normalerweise tut man sich da manchmal ein bisschen schwer, weil diese Konstruktion mit der Rohrwiege und so weiter, das kann manchmal ein bisschen kleinteilig sein und dann auch mit der Passgenauigkeit ein bisschen Probleme bereiten, aber bei Tamiya ist das nie ein Problem. Wir können den ganzen Mechanismus auch beweglich halten, dass die Kanone sich praktisch nach oben richtet. Hier wird nämlich was verschraubt, damit es mit der Rohrerhöhung beweglich bleiben kann. Finde ich, ist ein nettes Gimmick. Ich nutze sowas eigentlich eher nicht, aber manch einer mag das vielleicht. Hier kommen dann weitere Teile der Rohrerhöhung. Auch die sind beweglich, beziehungsweise werden hier nur gesteckt, damit sie beweglich bleiben. Das Kanonenrohr liegt zweiteilig bei aus Plastik. Ja, ist nicht ganz optimal. Man könnte das sicherlich leicht versäubern, damit es auch gut aussieht. Man hat halt nur hier innen nicht die Züge vom Rohr. Und überhaupt, ja. Es gibt ein Alurohr, was wesentlich schöner ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Passt auch von der Form dazu. Also das kann man da sehr gut einbauen. Den Verschluss kann man geöffnet oder geschlossen bauen. Auch ganz nützlich, je nachdem, wenn man Diorama baut oder Besatzungsfiguren hat. Ist es ganz wichtig, dass man das positionieren kann. Ja, dann kommt hier weiteres Gepfriemel ran. Hier zum Beispiel die Visiereinrichtung, die auch beweglich gehalten wird über Schrauben und diverse Umlenkhebel, dass das immer sich miteinander bewegt, entsprechend der Bewegung vom Kanonenrohr. Dann das Schutzschild wird hier mit einigen Streben befestigt. Ja, das ist sicherlich der schwierigste Teil von dem Modell. Bisher habe ich eigentlich nichts gesehen, was irgendwie große Probleme bereiten würde. Dann kommt die Haubitze rein. Und dann eben noch kleinere Außenteile, wie hier diese kleinen Ösen. Wagenheber, Rohrstütze. Ja, das ist doch alles sehr unaufgeregt und übersichtlich. Ja, der Kampfraum hinten kann geöffnet dargestellt werden. Wir haben hier auch noch ja, so ein Holzbrett, was man dann eben hier brauchen kann für die Figuren, die hier gerade das Fahrzeug neu mit Munition bestücken. Ist eine nette Dreingabe. Allgemein auch, dass hier Figuren beiliegen, finde ich super. Das ist mittlerweile eine Seltenheit. Finde ich gut, dass da Tamiya nach wie vor die Fahne hochhält und eben ja, nicht nur eine, sondern gleich drei Figuren beilegt. Wir bekommen zugleich auch noch anderes Zubehör, diverse Kisten und ein paar Granaten und Treibladungen. Da wird hier auch nochmal erklärt, wie man die Munition genau bemalen kann. Das ist oft eine häufig gestellte Frage irgendwo im Internet, wenn Leute nicht genau wissen, wie sie eigentlich die Granaten bemalen sollen. Das ist auch manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Und da finde ich gut, dass Tamiya da auf jeden Fall schon was beigelegt hat. Das ist auf jeden Fall super nützlich. Kann man, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ja auch auf andere Geschosse übertragen zur Not. Ja, und damit wäre die Bauanleitung schon mal fertig. Zusätzlich bekommen wir hier auch noch etwas zusätzliche Informationen. Und zwar in mehreren Sprachen, unter anderem auch auf Deutsch. Und da haben wir hier dann die Bemalungs- und Markierungsanleitung. Unbekannte Einheit Ostfront Sommer 44 im Dreifarbenanstrich. Und das zweite ist ebenfalls eine unbekannte Einheit Westfront Sommer 1944. Ja,
Das mit der unbekannten Einheit, das befriedigt mich immer nicht so ganz. Wäre doch ganz schön gewesen, wenn man da vielleicht etwas mehr Informationen hätte. Ja, ansonsten haben wir hier noch diverse technische Daten und einfach ja, Hintergrundinformationen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich denke, die meisten Leute haben entsprechende Literatur zu Hause, aber hier bekommt man schon mal zumindest ja, ein bisschen was mitgeliefert. Das ist ja auch kein Fehler. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier die Unterwanne. Finde ich schon mal gut, dass hier die Seitenteile und ein Stück von der Frontplatte schon dran sind. Damit ist schon mal die Grundform von dem Fahrzeug vorgegeben. Das ist nämlich oft auch eine Fehlerquelle. Ja, der Unterboden auch ganz gut detailliert, obwohl man da jetzt später nicht mehr viel sieht davon. Ja, alles äußerst scharf gegossen, ohne irgendwelche Makel wie Sinkstellen oder Grat. Macht doch wirklich einen guten Eindruck. Innen drin können wir lesen 2014, also ich schätze mal, das ist 1 zu 1 die Unterwanne, die wir vom Nashorn kennen. An diesem Spritzling haben wir dann so diverse Teile der Oberwanne und auch vom Innenraum. Ja, der Boden hat eine schöne Textur, finde ich schön. Hier der Fahrererker, da kommen natürlich noch jede Menge Anbauteile ran. Darum sieht er noch ein bisschen ja, undetailliert aus. Ja, insgesamt kann ich hier keine Makel erkennen. Was hier vielleicht so ein bisschen wie eine Sinkstelle aussieht, das ist nur ja, so eine Abkühlmarke vom Plastik. Das ist wirklich ganz glatt. Das sieht nur so aus. Ja, die Schutzbleche haben auch eine schöne Struktur. Macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Innen haben wir natürlich einige Auswerfmarken. Hier zum Beispiel, ja, oder auch an den Seitenteilen vom Innenraum. Die meisten sind erhaben, die kann man einfach wegschaben. Manche sind auch versenkt, wie hier. Ja, ist jetzt nicht schlimm. Vieles wird auch abgedeckt von diversen Teilen. Damit kommt man klar. Ja, macht einen guten Eindruck. Hier finden wir dann diverse Kleinteile, die in den Innenraum gehören und auch Teile, die zur Haubitze gehören. Da fällt zuallererst mal das zweiteilige Kanonenrohr auf. Wie schon gesagt, ist nicht optimal. Man kann auf jeden Fall was draus machen. Im Lauf selber fehlen natürlich die Züge. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Alurohr, also jetzt von der Dimensionierung exakt gleich natürlich, weil vom selben Hersteller. Weiß nicht, ob man es sehen kann, aber im Rohr sind da schön die Züge drin. Das macht doch wesentlich mehr her und auch ein bisschen weniger Arbeit. Ja, ansonsten kann ich hier eigentlich keine Probleme erkennen. Schauen wir uns das ein bisschen aus der Nähe an. Hier die ganzen kleinen Teile. Da fällt auf jeden Fall sehr angenehm auf, dass die nur relativ wenige Verbindungspunkte zum Gießast haben. Das bedeutet, da kommen wir relativ schnell voran und können uns mehr aufs Bauen konzentrieren, anstatt unsere Zeit mit dem Versäubern zu vertun. Ja, hier die Rohrwiege, schön mit diversen Nietköpfen ausgestattet. Finde ich gut. Natürlich ist hier kein Grat zu sehen oder irgendwie eine Sinkstelle. Das ist alles wirklich ganz ausgezeichnet und einwandfrei gemacht, so wie wir es auch von dem modernen Tamiya-Bausatz erwarten können. Der folgende Spritzling liegt doppelt bei und das Erwähnenswerte sind hier vor allem die Segmentketten. Die sind doch wirklich ganz anständig detailliert. Der Durchhang für den oberen Bereich ist auch schön durchgeformt und irgendwelche Auswerfer an den Innenseiten haben wir auch keine.
Also da spricht eigentlich nichts dagegen, diese Ketten zu verwenden. Die sind eigentlich wirklich schön. Dann haben wir noch hier diverse Granaten und Treibladungen dabei. Das Ganze haben wir ja eben auch doppelt. Also da wird jetzt beim Zubehör auf jeden Fall nicht gespart. Finde ich gut. Hier noch so diverse Kleinteile. Auch sehr scharf wiedergegeben und leicht auszulösen. Also ich kann hier nichts erkennen, was mir irgendwie sauer aufstößt. Insgesamt muss man einfach sagen, Tamiya hat einfach sehr durchdachte Bausätze, die sich beinahe von alleine bauen. Und ja, da kann man einfach eine schöne Zeit in der Werkstatt verbringen. Der nächste Spritzling liegt ebenfalls doppelt bei. Hier haben wir dann hauptsächlich Fahrwerksteile wie Rollen und hier die Rollwagen. Das Gehäuse fürs Vorgelege auch sehr schön detailliert hier mit den ganzen Schraubköpfen hier. Die Rollwagen, ja, auch schön, allerdings eben nicht beweglich baubar, da einteilig. Wenn man da jetzt zurückdenkt an die etwas älteren Dragon-Bausätze, da war dieses Teil, glaube ich, geformt aus irgendwelchen 30 Teilen, wenn mich nicht alles täuscht. Also darin liegt eben der Unterschied begründet, dass Tamiya-Bausätze vielleicht einen höheren Spaßfaktor haben. Ja, die Laufrollen, eigentlich ganz schön. Es fehlt natürlich der Schriftzug auf der Gummilauffläche. Aber das ist jetzt ein Detail, was mir persönlich nicht so wichtig ist. Und das Treibrad hat, weiß nicht, ob man es erkennen kann, eine recht schöne Stahltextur. Wie schon anfangs erwähnt, liegen dem Bausatz ein bisschen Zubehör bei und auch drei Figuren, die eben gerade damit beschäftigt sind, die Hobbits nachzuladen oder aufzumunitionieren. Normalerweise mag ich die Tamiya-Figuren nicht so gern, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren sind sie wesentlich schöner geworden. Also wenn ich jetzt da die Hände anschaue und auch die Gesichter, das ist wesentlich besser. Also die sind jetzt schon auf jeden Fall in der Liga, wo ich sie hernehmen würde. Und das will was heißen. Bin da ein bisschen eigen bei den Figuren manchmal. Aber die haben schöne Gesichtsausdrücke, die auch ganz unterschiedlich sind. Auch die Uniformen machen eigentlich einen ganz anständigen Eindruck. Also da hat Tamiya sich ganz erheblich verbessert. Die Munitionsboxen hier, ja, schöne Dreingabe. Man kann sie jetzt nicht geöffnet bauen oder so, aber je nachdem, wofür man das verwendet, ist das ja auch mehr als ausreichend. Die übrigen Kleinteile des Bausatzes umfassen diese Polycaps. Mit denen kann man da ganz leicht Steckverbindungen herstellen. Das ist vor allem wichtig bei der Haubitze, aber auch beim Fahrwerk in manchen Bereichen. Dann bekommen wir hier auch noch ein Stück Faden, was als Abschleppseil fungieren soll. Ja, hier ist es vielleicht ein bisschen angenagt, aber ansonsten funktioniert es eigentlich erstaunlich gut. Wenn man das mit Sekundenkleber ein bisschen härtet, dann wirkt das eigentlich ganz gut als Abschleppkabel in dem Maßstab. Hier noch kleinere Polycaps und dann hier noch ein Beutel mit den Schrauben. Und da bekommen wir auch noch den kleinen Schraubendreher dazu. Wird gleich mitgeliefert, finde ich ganz praktisch. Der Abziehbilderbogen ist relativ klein hier. Ein paar Balkenkreuze und taktische Nummern. Hier dann noch Täfelchen und Hinweise, die in den Innenraum gehen. Und hier haben wir dann noch Abziehbilder für die Artilleriegranaten. Das finde ich sehr cool, dass das beiliegt, dass man die dann auch entsprechend beschriften kann. Die Abziehbilder von Tamiya neigen manchmal dazu, ein bisschen dick zu sein. Ja, ist hier eigentlich ein bisschen besser als sonst, würde ich sagen. Der Trägerfilm ist so gering, wie es nur eben geht. Gerade jetzt hier bei den Balkenkreuzen steht eigentlich so gut wie nichts über. Finde ich ganz gut. Also erfahrungsgemäß sind es sehr gute Abziehbilder. Damit lässt sich super arbeiten.
Ja, sollten es mal ein bisschen dicke Abziehbilder sein, dann muss man sie halt vielleicht ein bisschen dicker mit Klarlack versiegeln. Dann kann man da diese kleine Stufe, die da entsteht, ganz gut ausgleichen. Man unterstellt ja den Tamiya-Bausätzen gerne immer etwas leichtfertig, dass sie, ja, was jetzt die Details angeht, nicht wirklich überragend sind. In diesem Fall muss ich aber sagen, ist der Bausatz auf jeden Fall zeitgemäß. Was hier so an Details vielleicht fehlen würde, ja, sind jetzt Dinge, auf die ich persönlich nicht den größten Wert lege. Das sind vielleicht hier die Werkzeughalterungen, ja, oder auch vielleicht bei den Ketten oder beim Abschleppseil. Ja, so Kleinigkeiten stören mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Darum habe ich das hier auch nicht wirklich näher thematisiert. Ja, das zweiteilige Kanonenrohr ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber Tamiya bietet ja separat ein Alurohr an, was ich hier gekauft habe auch. Verstehe allerdings nicht ganz, warum sie es nicht gleich mitliefern. Ich denke, die meisten Modellbauer, die es anschmeißen, werden sich das Alurohr sowieso holen. Ja, ansonsten zeigt sich der Bausatz durchdacht wie immer. Ja, der Zusammenbau sollte keinerlei Probleme aufwerfen, auch die Passgenauigkeit. Ja, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Schön ist auch, dass wir drei Figuren bekommen und viel Zubehör in Form von Geschossen und Treibladungen. Das ist doch vorbildlich. Andere Hersteller sind da sehr knausrig, haben eigentlich gar nichts dabei. Und ja, die Jungs von Tamiya machen das auf jeden Fall besser. Der Bausatz kostet hierzulande so zwischen 50 und 55 Euro, je nachdem, wo man schaut. Für das Alurohr ist man dann nochmal zusätzlich 10 Euro los. Also, ja, der Preis ist ja schon relativ hoch, aber man bekommt hier auch wirklich ganz hervorragende Qualität und man kann sich sicher sein, wenn man das Teil baut, hat man ein paar sorgenfreie und schöne Stunden im Bastelraum. Jedenfalls gefällt mir der Bausatz sehr gut und sollte der Panzerjäger Nashorn ja ähnlich schön sein von Tamiya, dann werde ich mir den vielleicht auch mal holen. Das sind beide sehr interessante Fahrzeuge, die ich persönlich ja modellbauerisch bisher ganz selten nur thematisiert habe. Ja, wäre mal an der Zeit, sich damit etwas näher zu beschäftigen und die Hummel macht da den Anfang. So viel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Amilcar Barkas.